Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Episode Part von Rayman Adventures. Wie ich rausgefunden habe, ist der Speicherstand mit einer begrenzten Zeit tatsächlich eingeordnet. Ich weiß zwar nicht, warum man das gemacht hat, aber vielleicht liegt es auch einfach daran, weil es ja free ist und vielleicht muss man nach dieser Zeit, wenn man den weiter nutzen möchte, wohl bezahlen. Deswegen werde ich so lange wie ich kann es ausnutzen und für euch das Let's Play zu machen. Das heißt, es wird also nicht viele Folgen geben, zudem, weil wir jetzt auch schon 20 Minuten hinter uns haben. Und das sind noch 120 Minuten, da kann man sich eigentlich ausrechnen, wie viele Folgen es insgesamt werden. Ne? Ich werde aber zwischendurch immer einen kleinen Blick darauf werfen, dass ich auch wirklich die Zeit einhalte. Und ja, ich hoffe, wir werden auch nicht zu viel Zeit verschwenden. Gehen wir direkt ins nächste Level. Kämpfe bis zum Ende. Das hatten wir das von dem letzten Part gehabt, ne? Aber diesmal sind die Punkte, glaube ich, ziemlich höher, hoch geworden. Ich hoffe mal, das wird jetzt auch noch klappen. Ja, das hoffe ich sehr. Auf geht's! Ich nehme mal den hier, weil der schützt mich ja gleichzeitig. Die Geheimnisse will ich selber rausfinden, teilweise. Und er kann mich halt hier, naja, schützen, teilweise schützen. Nee, sie sind schon tot. Sehr schön. So, da hoch. Ich sagte hoch. Braver Raymond, das machst du brav. Oh. Ich hab den jetzt erst gar nicht wahrgenommen. Als, was? Hab ich den nicht? Ich hab den doch... Als ob. Naja, egal. Apropos Geheimnisse. Ich will mich halt hier noch so ein bisschen umsehen zwischendurch. Ich bin froh, dass es... Wow. Da oben sind auch noch welche? What? Was war das denn? Das war ja wirklich link platziert. Das ist mir gar nicht aufgefallen, dass da noch welche waren. Aber ich habe im letzten Video oder so gemerkt, dass ich viele Dinge total verpasst habe. Aber um euch hier wenigstens noch so ein bisschen zeigen zu können, habe ich mir überlegt, machen wir einfach weiter. Jo, das geht natürlich auch. Ich wollte eigentlich draufschlagen, aber ja, draufhüpfen geht auch. Mann, die sind schon ganz schön link. Ich hau jetzt mal die hier kalt. Runter da! Ich sagte runter da! Hörst du nicht? Danke. Ach kommt, ihr seid doch keine Bedrohung. Das ist eine Lachnummer hier. Oh, hier hätte man eigentlich, glaube ich... Oh, schwimmen! Oh, das sehen wir heute zum ersten Mal hier. Das ist auch ein ganz anderes Gefühl. Weg hier! So. Oh, oh, oh. Nein, ich wollte... Ich wollte doch noch den einen drauf... Ah, ich hatte jetzt keine Möglichkeit mehr. Nichts! Ah, das ist mies. Das kriegen wir jetzt nicht hin, oder? Doch! Als ob! Wir haben ihn das gemacht! Das hat gerade noch so gepasst. Aber das mit dem Schwimmen ist neu. Aber es ist wirklich schwierig, weil der dann viel schneller ist. Wie es scheint, war ich nicht das einzige Ei, das aus der Gefangenschaft entkommen ist. Ich glaube, irgendwo hier ist noch ein... Ja, alles da. Und der sitzt da oben oder so, ne? Moment, das heißt also, in diesem Level gibt es noch einen? Oder wie? Oh nein, hier haben wir es, hier haben wir es, hier haben wir es. Was bist du denn für einer? Der sieht ja ulkig aus. Ich wüsste echt mal gerne, wie viele es davon gibt.
Auf jeden Fall ist einer von den ganz oberen. Versteckspiel. Ach so, das war damit gemeint. Ja, das ist doch was Neues. Das gefällt mir. Okay, und der ist... Nee, der ist ganz unten. Was? Sind die unteren etwa... Ach so, die unteren sind die versteckten wahrscheinlich. Ah, jetzt verstehe ich das Ganze. Okay, dann ist es ja gar nicht so verkehrt. Was ist hier? Was? Es gibt insgesamt 226 Kreaturen? Krass. Und hier sieht man Raymond am Schlafen. Na gut, wir wollen nicht zu viel Zeit verschwenden. Wenn das Ganze wirklich nur bestimmte Zeit zu spielen ist, dann will ich auch wenigstens ein bisschen mehr Gameplay zeigen. Denn, ja, was zum... Och nein, sag mir jetzt nicht, das sind jetzt diese komischen Hasen, die dann noch reinkommen. Ich meine, ich habe nichts gegen diesen Hasen. Aber die haben eigentlich im Grunde das Raymond 4 kaputt gemacht. Zumindest ist es das, was ich natürlich bis jetzt rausgefunden habe. Aber es könnte tatsächlich jetzt dieser Hasen sein, denn das Sound und sowas, das klang schon so. Vielleicht sind die jetzt aber auch als Gegner. Dann ist es okay. Dann ist es okay. Oh. Ach nee, Moment mal. Der Elefant? Wie soll ich denn da hochkommen? Hä? Oh, ich glaube es, ich weiß es. Bin ein bisschen blöd gewesen gerade. Ich hätte eigentlich nur runterwerfen müssen. So viele Lums. Wir inhaliert. Ich komme immer so durcheinander mit dem Lesen. Entschuldigung. Ich bin auch gerade mit ganz anderen Gedanken. Können dir helfen, die alle Lums im Level einzusaugen. Oh, dafür ist der da. Oh nein. Ah, als ob. Oh nein, das war doof, das war doof. Ich dachte, vielleicht kriege ich damit einen Extra-Flug, aber... Nee, ich muss bei den Höheren nur das machen. Ja, super, und ich habe wieder welche verloren. So, jetzt aber. Saug, 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 saug. Saug, 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 so viele du kannst. Saug. Oh, das ist mies. Was soll man denn hier alle kriegen? Boah, ist das krass hier. Was ist das hier wieder für ein Level? Nein! Was sind das? Was ist das? War das? Also ich habe dieses Level echt wenig verstanden, aber es war witzig teilweise, aber auch etwas seltsam. Aber das ist halt das typische Raymond-Humor. Das gehört einfach in solche Spielen halt rein. Und wir haben es tatsächlich geschafft, wenigstens einen Punkt... Oh, sogar noch ein bisschen mehr. Haha, das bügelt das vom vorherigen aus. Super. 1A! Naja, nicht wirklich. Abenteuer abgeschlossen! Welt 2 wäre damit auch erledigt! Schön, das freut mich. Ich dachte jetzt echt, da wären diese Hasen, weil dieses Hasensymbol das schon war. Oh, glücklicherweise ist es nicht der Fall. Das hätte es ja schon wieder ein bisschen schlechter gemacht, weil ich will schon ein Raymond-Spiel spielen. Okay. Oh, was ist denn jetzt hier los? Elixiere können Eier verwandeln. Okay. Aha. Damit lässt also Zeit sparen, oder was? Verstehe ich das jetzt richtig, oder wie? Okay. Oh, der hat aber noch mehr Augen. Heißt das, er kriegt noch mehr Lumps? Das wäre ja die geniale Fähigkeit für den, wenn er noch mehr Lumps bekommt.
eigentlich könnte ich es mir gut vorstellen. Der Vorräter, der saugt die ein. Und der hat halt noch mehr die Chancen, glaube ich, die Lumps einzusammeln, weil er mehr Augen hat. Da sieht er mehr. Oh, nicht schlecht. Hier, du hast dich tapfer geschlagen. Du kriegst was zu essen. Da, passt auf. Der hat tatsächlich mehr Augen. Krass. Ab zur dritten Welt. Ja, puste mal. Was? Können wir jetzt eine Welt aussuchen oder was? Als ob. Also das ist die, die wir abgeschlossen haben. Die ganz links, also die hier. Und hier haben wir noch zwei Welten. Ich weiß aber nicht, welche ich nehmen soll. Ich nehme mal die untere. Sag mal, ist der in so ein Geschenkpaket was heißt ein Geschenkpaket? Quatsch. Eingewickelt wie ein Geschenk? Ach nein, die Hasen gibt es hier wirklich? Winterjagd. Zur Feier des Winters haben wir feierliche Dekorationen, Kugeln im gesamten Spiel verteilt. Halte in den Tiefen auch auf Rabbits. Ach, schau, ich glaube es nicht. Ich habe zwar, ich sag ja, ich habe nichts gegen die Hasen, aber ja, wir haben ja keine. Das bringt uns nichts. Aber da hätten wir, glaube ich, einen neuen Charakter, den wir freischalten könnten. Oder ein neues Kostüm. Wer weiß. Ich weiß nur eins, wir haben noch etwas Zeit, also gehen wir auch in diesen Level herein. Sehr schön. Und wieder alle Lumps sammeln. 600 Punkte? Ich sehe aber, da oben ist eine Münze. Jetzt sollen wir den auch nehmen. Mit den vielen Augen. Wir können zwei haben? Ist ja krass. Ja, aber ich muss erstmal die Münze da oben dran kommen. Oder wie komme ich da oben dran? Moment. Ah, ich weiß schon. Na, willst du das wohl machen, was ich sage? Ja, ich hab's mir schon gedacht, ey. Das war so klar. Hä? Willst du noch was springen? Achso. Jetzt habe ich aber einen übelsten Vorteil. Ah! Ich sehe nichts. Ich weiß nicht, ob ich irgendwas verpasst habe. Ich hoffe mal nicht. Ich kann nämlich nicht mehr zurück. Oh, krass. Ja, wo kommt? Wow! Ah, das ist mies gelaufen. Ich kann die da hinten nicht mehr. Oh, da ist eine Münze! Oh, krieg ich's? Ja, ich krieg's noch hin! Ah, nein! Jetzt habe ich das da oben verpasst. Oh, ist das mies! Wow! Ja, aber ich habe trotzdem was vergessen. Kann ich nochmal zurück? Oh, ich kann sogar noch zurück. Ah, cool. Tauchen kann er auch noch. Oh, das müssen wir hier sogar. Wir müssen das irgendwie oben voll kriegen. Das wäre schön. Ah, das kriegen wir jetzt nicht, oder? Oh, Moment, da ist noch eine Münze. Das hilft aber leider nicht weiter. Oh, ist das mies.
Nee. Ich habe keine Ahnung, wie wir hier zurückkommen. Also. Naja, gut, dann bleibt jetzt nichts anderes übrig. Also, ab ins Ziel. Ach, wir haben es doch geschafft irgendwie? Ich merke aber jetzt die Schwächen an den Nahrungsmitteln davon. Wenn man nämlich zwei nimmt, also jetzt nicht nimmt zwei, sondern zwei nimmt, dann muss man ja mehr füttern und das bedeutet, ja. Kriegen wir noch ein Level hier? Das kriegen wir auch noch hin. Komm, das machen wir jetzt auch noch. Yes! Ich mag diese Mission hier. Weil das ist nämlich so eine Mission, wo man schön erkunden kann. Er verbraucht zwei Stück inzwischen. What? Er hat dreimal die Chance zu haben. Hm. Ja, natürlich. Ich nehme dich mal mit. Ach so, das sind insgesamt zwei Stück, die da sind. Ach, jetzt habe ich es verstanden. Okay. Aber... Nee. Wir wollen es nicht übertreiben. Er will nach hinten. Wie soll ich denn nach hinten kommen? Ja, ich weiß nicht, wie ich da hinten hinkommen soll. Ach so. Ja, ich komm ja. Das ist ja ein merkwürdiges Level, aber erinnert mich stark an ein Level aus Rayman 1. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Vielleicht täusche ich mich da auch nur, vielleicht steige ich mich hin. Jetzt lass den mal in Ruhe! Eigentlich wollte ich da nicht hoch, aber... Ja, warte. Ich komm doch. Moment. Ganz ruhig. So, einen habe ich noch, oder? Nee, jetzt ist er weg. Jetzt hilft er mir nicht mehr. Das macht nichts. Das macht nichts. Für den Anfang hat er mir auf jeden Fall schon mal... Ach, das war so klar. Was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt auf einmal für... Das habe ich jetzt echt nicht gerafft. Würdest du mal runtergehen? Bitte! Danke. Lass ihn in Ruhe! Keine Ahnung, was da gerade abgegangen ist. Vielleicht muss ich auf ihn drauf... Ach nee, ich hätte auf ihn schlagen sollen. Das war, glaube ich, der Fehler. So, hau ab! Moment! Wir regeln das jetzt mit dem Hasen. Immer ruhig bleiben. Nicht der eine verpasst. Na also, selber schuld. Ich denke mal, hier unten ist auch noch irgendwas. Der Pfeil zeigt hier hoch, aber ich glaube, hier ist auch noch irgendwas. Ja! Das war die ganze Zeit im Level so. Aber ich will noch trotzdem mal hier oben kurz gucken. Nee, nichts übersehen. Sehr schön. Das war wieder was. Das habe ich aber schon sofort gesehen.
schon gar nicht so schlecht. Ah, okay. Ah. Nice! Wie das hier aufgebaut ist. Das ist richtig cool. Hey, lass ihn in Ruhe. Oh, das ist schon das Ziel? Wie bitte? Hä, wie komme ich denn jetzt dahin? Ja, ja, ich glaube, man muss ja raus. Ja, das habe ich mir schon gedacht. Das war sowas von klar. Sehr raffiniert aufgebaut. Echt raffiniert. Wow, krass. Einfach nur krass. Aber ernsthaft, das mit dem Hasen hätten sie sich echt baden können. Der ist ja eigentlich nur eine kleine, ich sag mal, ein kleiner Gegner. Aber ich weiß auch nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Weil es einfach zum Universum passt. Okay, kann sein. Aber ich persönlich, ja gut, kann man natürlich so sehen. Ist okay. Ja, es gibt auch schlimmere Spiele mit Rayman und den Hasen. Von daher sehe ich das jetzt gar nicht so eng. Und denke mal auch, dass das Ganze, ja, ganz okay ist. Ich bin mal gespannt, wie das dann in der nächsten Runde aussieht. Aber davor will ich nochmal hier kurz schauen. Sieh mal, was ich gerade gefunden habe. 100 Juwelen. Wusstest du, dass wir mit den Juwelen coole Sachen kaufen können? Nein, nicht wirklich. Aber ich hätte ja lieber Zeit. Und nein, das will ich jetzt nicht machen. Ich denke auch, ab dieser Stelle werde ich jetzt erstmal den Part beenden. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich auf jeden Fall für eine Bewertung freuen. Lasst einen Kommentar da, Feedback. Ich würde mich freuen. Wir sehen uns das nächste Mal bei Rayman Adventures. Bis dahin, ciao.